Ich bin jetzt nur am gucken noch schnell, was ich loswerden kann und was ich doch lieber hier brauchen könnte. Und wenn ich hier so gucke, irgendwie brauche ich irgendwie gar nichts. Ne, der hat jetzt nicht so coole Sachen. Der andere hatte coolere Sachen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Alles Glück der Welt da draußen. Wie viel Kohle hast du? Bin jetzt bei 1119. 1137. Oh, alter Streber, du hast mehr verkauft als ich. So. Dafür leuchtet er jetzt nackt rum. Puh. Alles klar. Wir gucken mal kurz. Ach nee, das war ja falsche Taste. Hier, I wartete. Genau. Wir wollten noch mal gucken, ob wir nicht was vergleichen können, was wir noch so brauchen könnten. Hier zum Beispiel bessere Handschuhe. Kann ich aber erst auf Stufe 9. Okay. Hier noch was? Nö. Ich gucke jetzt einfach nur mal nochmal schnell durch, ob wir nicht was eintauschen können. Hier sowas zum Beispiel. Haben wir nochmal ein bisschen mehr Rüstung. Hier hey, genauso. Ich hab, was Sie brauchen. Ich hab die beste Auswahl in New York. Bobby, wie viele Lebenspunkte hast du? 2349. Ich bin bei 1007. Was hast du für eine Fertigkeitenstärke? Wo sehe ich das? Rechts von Lebenspunkte. Kein Problem. Wir sehen uns. Mathe. Fertigkeitenstärke 490. Ha! Ich bin geiler als du. Wie viel denn? Ich hab 620. Elektronik? 49, ne? Ausdauer? Ausdauer 58 nur, deswegen. 75. Schusswaffen? Schusswaffen habe ich jetzt 31. 47. Und Primär SPS habe ich jetzt 1626. Ja, da habe ich glaube ich ein bisschen mehr. Alles klar, Mann. Mods-Händler. Oh, der verkauft Mods. Und hier hinten. Na gut. Mit dir habe ich schon geredet. Warte, hier hinten gab es nochmal noch irgendwie so einen komischen Händler. Mal ein paar Sachen reinsetzen. Überlebensratgeber. Da bin ich ja mal gespannt. Hier hinten gibt es einen Belohnungshändler. Irgendwas dabei, gucken, das Sie brauchen? Einlösen, verkaufen. Einlösen, einlösen, einlösen. Keine Objekte einlösen. Dann nächstes Mal. Okay, wir haben keine Objekte zum Einlösen. Würde ich sagen, wir treffen uns draußen und dann beginnen wir gleich. Ja, ich wollte mal kurz in Erfahrung bringen, wie viel. 8 von 33. Okay, na gut. Ja, damit kann ich noch leben. Den Rest lasse ich einfach mal drin jetzt. Kann ja sein, dass wir nochmal rumbasteln müssen. Obwohl, eine Sache, das Scope würde ich noch schnell beiseite packen, weil das ist nicht ganz so wichtig, weil unsere anderen Sachen sind irgendwie besser. Zieloptik, VX1, ab rein damit. SR7-Schalldämpfer brauche ich auch erstmal nicht, den Handstopp brauche ich auch erstmal nicht. Und denn, jetzt können wir. Alles klar. Ich gehe nach draußen. Ich stehe draußen. Und damit wurde jetzt die Folge auch erstmal abgehakt, wa? 20 Minuten 18 ist eine gute Zeit. Wir sehen uns dann also in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Obi und Erwin retten die Welt. Oder wenigstens New York. Gut, dann ciao, ciao. Tschüss. Ach, bevor ich es vergesse, schaut ruhig auch mal bei Obi vorbei. Und allgemein noch für unsere beiden Kanäle natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, scheut euch bitte nicht auch mal zu liken, weil das hilft uns halt ungemein, halt noch mehr Leute da draußen im Neuland zu erreichen. Das wollte ich nur noch schnell sagen. Gut, jetzt aber. Ciao. Gut. Tipptopp. Ja, dann werde ich das hier auch mal noch kurz loswerden. Leute, schaut auch mal beim Erwin vorbei, ne, wie er das jetzt gerade bei mir gemacht hat. Er macht echt tolle Videos und er bringt eigentlich fast täglich Contents, ne? Also ihr habt eigentlich immer was zu gucken bei ihm. Und das ist nicht täglich? Nur Division, es ist täglich eigentlich, außer... Außer Sonntag. Außer Sonntag. Sonntags. Nicht, dann hast du ja recht, Entschuldigung. Außer Sonntags. Aber sonst, ihr könnt euch ja auch noch was aufsparen für Sonntag, ne? Wenn ihr dann für Sonntag was braucht. Und wir freuen uns natürlich über Lob, wie aber auch über Kritik, ne? Also aber einfach nur ein Hate, Kritik. Einfach nur ein Hate bringt uns natürlich nichts. Richtig. Aber wenn ihr natürlich schöne Kritik hinterlässt, dann können wir damit arbeiten. So sieht's nämlich aus. Und es hat angefangen zu schneien. Richtig. Alter, hier war ich auch schon. Da drüben ist ein H&M aufgegangen. Kann ich mal kurz auf den Desktop mal kurz forschen und so? Ja, und geniert.
Mike, mal kurz hier so gucken, was hier so für neue Mitteilungen gekommen sind. Alter, ohne alles Witz. Klar. Obi ist da gewesen. Alles klar. Bei Twitter. Und ich habe einen Abonnenten weniger. Ich hätte es nicht ansprechen dürfen. Nein. Jetzt, der will mich nicht unterstützen. Das D-Abo. Gut, alles klar. Wir sind jetzt draußen. Stellen wir uns nochmal perfide hin. Genau. Ich würde nochmal Modeschau machen. Wir haben ja noch ein paar Klamotten eingesammelt. Ich habe das Gefühl, richtig anguck, dann hast du ziemlich kalt. Wenn ich mich kalt? Hier so anguck, ja. Da sehe ich doch irgendwie schon wärmer aus. Ja. Also nicht wirklich, ich habe auch so ein beschissenes T-Shirt an. Alles klar. Dann nächste Folge, 3, 2, 1, los. Hallöchen. Hallo. Ich begrüße, genau, aha, nochmal. Hallöchen, hier der Obi. Hallo. Und hier ist der Erwin. Wir sind wieder bei Division und haben, ja. Obi, ist ja gut, versau mir jetzt meine Anmoderation nicht, verdammt. Das macht er manchmal echt gerne. So kommt das nicht in jeder Folge vor. Wir wollten jetzt nochmal Modenschau machen. Deswegen gucken wir nochmal, was wir hier so für charakteristische Sachen und so alles reinklatschen können. Hier zum Beispiel... Ist gerade ein Update drin gekommen, alles klar, jetzt wurde jetzt... Hat er mir gesagt, welche Stufe ins X so alles schon bin. Und ich gucke einfach mal nochmal nach, ob wir nicht noch was finden, was dann noch ein bisschen schicker aussieht. Ja, eine Bommelmütze. Bommelbini als steht ob halt. Du mir... Ach, die ist ja cool. Moderne Ushanka. Die lasse ich erstmal drauf. Die sieht klasse aus. Ihr einfache Hose und Khaki-Hose war klar. Aber erstmal wieder die andere Hose, gut. Hier war auch nichts Neues. Jacken sind doch welche dazu gekommen. Die so mehr so auf den Parker. Warte, der will was. Und der eine Militärjacke, sieht auch nicht schlecht aus. Ja, du mach mal. Ich verstehe die Sprache nicht. Das war ein Asiate. Gut, jetzt sehe ich cool aus, oder? Und ich habe auch noch was Neues gekriegt. Jetzt sehe ich aber auch wärmer aus als du. Zwei richtig warme Brüder. Eine Winterjacke habe ich gekriegt. Okay. Wir machen mal hier so einen Einsatz. Okay, ich nehme wieder die schicke Steppjacke. Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. JTF und Sarah haben ihn als Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Obi, wir haben den gleichen Einsatz. Ich höre dir mal schnell den Dialog an. Wir brauchen sie. Besonders die Leiterin, Jessica Kendall. Wenn du soweit bist. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Also, Jessica Kendall, ne? Ja, Medical, hier. Hinter uns. Genau. Hast du den Dialog angehört? Ja. Gut, dann können wir. Laufen wir mal weiter und machen mal eben die nächste Mission. Muss ja hier Rambazamba losgehen, hier weitergehen. Oh, jetzt hör auf zu meckern, ey. Die sind so paranoid hier überall. Alles klar. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Geht denn hier ab? Okay, ich hasse diese Mall. Madison Square Garden, der ist richtig. Ich will hier richtig? Warte. Wo bist du? Bin hinter dir. Ah, alles klar. Komm, guck raus. Aua. Gut, okay. Kaputt. Da oben sind die nächsten. Aber hier liegt schon wieder was.
Ich hab nichts gekriegt. Als Zweckbeute. Was, nichts gekriegt? Nein. Beim nächsten Mal. Oh. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Das Sicherheitssystem. Ach, da lang. Ja. Ich scanne gleich nochmal. Man kann ja nie wissen. Obwohl, hier sind wir ja schon richtig. Ja. Machst du das Sicherheitssystem? Ja. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Siehst du was? Das Ding läuft mit Windows. Ich sehe ein Bluescreen. Ja. Warte. Die Ärztin kriegt gleich richtig Ärger. Okay. Wir müssen die ziemlich schnell rausholen. Hier oben geht's gleich weiter, ne? Ja. Warte, ich positioniere mich. Machst du auf? Ja. Alles klar. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Das ist der Madison Square Garden, ja? Ja, das ist so NBA, Basketball. Boah, das Ding ist gewaltig. Das Ding ist gewaltig, ja. Das ist richtig cool. Hier sind die großen Spiele. Okay, warte. Ich sehe die da hinten. Soll ich schießen? Warte, ich wechsle noch Waffe. Okay. Drei. Warte, noch nicht. Ich hab noch eine gute Idee. Reicht mich einfach mal an und dann nehmen wir so ins Kreuzfeuer. Was hältst du denn davon? Jetzt habe ich keine Sicht auf kein Ziel, ne? Ja. Keine Sorge, die bewegen sich gleich. Wenn ich den ersten Schuss abhebe, wenn du mir erlaubst, dann kommen die aus ihren Löchern. Also es wäre schön, wenn das heute noch was wird. Ja, Papa. Jetzt kommst du bestimmt. Weitere Feinde entdeckt. Ah ne, komm ich nicht ran, okay. Vielleicht könnte man ja unter Umständen mal nochmal eine Granate werfen hier. Weitere Feinde entdeckt. Okay, den hab ich. Den hab ich auch. Oh. Nachladen. Weitere Feinde entdeckt. Ich habe hier einen orangen. Okay, einen pinken. Da ist lila, ne? Ja. Der ist dann doch ein bisschen heftiger, wa? Ja, die schmeißen auch mit Granaten hier. Hat das sich gerade selbst erledigt? Oh, ich habe keine Munition mehr. Denn wechsel immer mal die andere Waffe zu einer anderen Waffe. Achtung, da kommt einer auf dich zu. Wo denn? Der ist gleich um die Ecke. Ja, da, jetzt kommt er vor. Den schieße. Ja, ist okay. Kriege ihn nicht mehr.
Ich schon. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe's. Also ich habe hier noch Loot. Ja, ich muss auch noch unbedingt Munition einsammeln hier. Ist heftig. Wenn wir nochmal wechseln, dann lädt er nochmal automatisch nach. Das ist der Vorteil hier von dem Spiel. Es zieht ja schon richtig ab hier. Also hier vorne vor der Tür war gerade eine Kiste für Versorgung, ne? Echt? Ja, hier vorne Tatsache, war. Tatsache, hier irgendwo ist eine. Irgendwo war hier eine, glaube ich hier. Ah ja, hier. Da vorne, hier. Bo. Ah. Ja, alles klar, jetzt bin ich auf jeden Fall glücklich. Sehr schön, sag ich doch. Hat die andere Waffe schon hier noch? Oh, ja, jetzt kommen die Leute wieder. Hat sich alles zurückgesetzt. Hahaha. Ich hätte es jetzt geglaubt. Wenn ich nicht so dumm gelacht hätte, ne? Früchtchen. Früchtchen. Hier ist nochmal was. Okay, Müsli-Riegel. Müsli-Riegel! Medical. Die haben aber schon Aufwand hier betrieben mit dieser Anlage hier, wa? Die Entwickler. Ja, sie eben, wie gesagt, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, ne? Das ist schon so. Oh, guck mal, die Bildschirme funktionieren ja noch. Jetzt nicht mehr. Der gefällt noch mir. Nochmal was. Achso, da ist nur Schrotmunition, alles klar. Das ist schon heftig. Total geil eigentlich. So. Okay, der geht warte nicht. Auf den, ich warte mal auf den lieben Orbi. Ja. Da kommt er, da können wir weitergehen. Es heißt, wir hätten den Garten ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Komm mal hoch. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Okay. Alles klar, machen wir doch. Oh, jetzt sind wir hier oben. Ich habe hier noch eine Kiste oder etwas. Wahnsinn, ey. Ich mach einen Rucksack. Oh, falsche Taste. Hier liegt noch ein bisschen was. Aha. Oh, da. Cool. Ach, da liegen sogar noch die Leichen, die wir gerade erschossen haben. Das ist ja hübsch gemacht. Ja, das haben wir ganz gut hingekommen. Der Weg zu Kobe's führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Okay, hier ist der Kontaminationsbereich. Ich würde mich aber trotzdem noch mal ganz kurz hier umsehen. Du das? Und nix. Alles klar. Hältst du dich bereit? Ja. Ja, hinten sind welche. Oh ja, ich sehe ihn. Du siehst gleich mehrere. Ja. Drei Ziele. Bier. Das ist leichte Beute. Sieh's mal positiv. Ich nehme nur, was mir zusteht, klar? Schießen? Ja, aber pass auf die Geiseln auf. 3, 2, 1. Hier kommst du nicht weit, meine Freunde. Guck mal, das ist jetzt keine Geisel. War ich das gerade? Echt jetzt? Das ist aber nicht nett. Einem in die Fresse schießen. Ich mal, sowas macht man nicht. Ja. Dürfen nur die Mitglieder der Division, weil wir sind autorisiert. Vom Präsidenten geschützt, genau. Wir sind autorisiert, genau. Wir sind autorisiert, den Leuten in die Fresse zu schießen. Alles klar. Und nur in die Fresse. Nur in die Fresse. Ja, vielleicht ab und zu alles mal noch klar in die Weichteile, aber sonst. Ja, nee, das ist ja schon wieder zu unhöflich. Dafür sind nicht mal wir autorisiert. Oh, okay, ja. Da ist Klingschitzu, die kannst du mal übernehmen. Ich will Loot.
Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Na toll. Ja. Hilfe! Bobby! Blutgeiler Sack. Entschuldigung. Warte, ich hab gleich alle. Okay, hab alle. Hier hinten kommt noch einer. Oh, da kommt einer mit dem Baseballschläger. Okay, den hab ich. Da schon wieder. Kommt noch einer. Hast du's? Noch nicht. Da ist noch einer, ne? Pass auf. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen aufhalten. Also wir müssen aufs Dach. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent.